Ja, hallo Männer nach der absoluten Masse gehen, Freunde. Heute haben wir tatsächlich das letzte Video, die letzte Trainingseinheit, bevor es für mich in eine kleine Zwangspause geht in meiner Wettkampfvorbereitung, weil ich morgen eine Operation habe. Bedeutet, heute wird nochmal ordentlich das Lauchgewand weggeschmettert. Ja, man könnte auch sagen, das Fleisch wird nochmal ordentlich frittiert, das Eisen weggeorgelt, der schmale Leib weggeholzt, die Seele aus dem Leib geprügelt. Ich denke, ihr habt es verstanden. Was heißt das konkret? Also im Prinzip habe ich eine Operation am Rücken, bei der mir eine Zyste aus dem Rücken rausgeschnitten wird. Das hat natürlich zur Folge, dass ich erstmal ein paar Tage nicht trainieren kann. Zum aktuellen Zeitpunkt ist aber noch unklar, ob das beispielsweise 3 Tage Trainingspause bedeutet und dann kann ich schon wieder Brust und Beine trainieren und beispielsweise den Rücken nicht, weil da zu viel Dehnung raufkommt und dass die Wunde wieder aufreißt, oder ob es eine Woche oder 1,5 Wochen sind. Dementsprechend, ja, wurde jetzt auch durchgeackert. Daher auch die Umplanung in meiner Wettkampfvorbereitung, dass ich jetzt 7 Wochen durchtrainiert habe. Dazu muss man sagen, der Termin, der war ursprünglich früher angesetzt, konnte aber nicht realisiert werden, was mich jetzt letztlich zu dem Punkt gebracht hat, ja, dass ich umplanen musste. Was aber soweit gut von der Hand ging, muss ich an der Stelle sagen, die 7 Wochen gingen dann erstaunlicherweise deutlich besser, als ich es ursprünglich vermutet habe, weil zuletzt haben wir ja schon eher an den 5 Wochen geknabbert. In diesem Szenario macht es natürlich weniger Sinn, weiterhin in einem Kaloriendefizit rumzudümpeln. Könnt ihr euch immer merken, toxische Kombination, weniger bis gar nicht trainieren und Kaloriendefizit. Logischerweise erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass ihr schlichtweg Muskulatur abreißt. Und das ist das, was wir natürlich tunlichst verhindern wollen. Dementsprechend für mich Reißleine hier, Kalorien auf Erhalt oder gegebenenfalls erstmal ein bisschen höher, um die Glykogenspeicher noch ein bisschen wieder aufzufüllen nach der langen Zeit, wo man ein höheres Defizit gefahren hat, plus dann zu schauen, wann kann ich wieder reingehen. 2-3 Tage wären natürlich unproblematisch. Gut, die Wahrscheinlichkeit ist halt schlichtweg da, dass ich, wenn ich wieder trainieren kann, vielleicht noch nicht gleich voll reingehen kann und da möchte ich dann genau das Gleiche, ja, weil ich die Intensität nicht bringen kann, weiterhin erstmal auf Erhalt und wenn dann wieder richtig Feuer gegeben werden kann, dann geht auch die Diät weiter. Die Anschlussfrage, die sich für den einen oder anderen daraus vielleicht ergibt, ist, okay, woher weiß ich denn, wo meine Erhaltkalorien liegen? Das lässt sich ganz gut aus den Daten aus der Diät ermitteln. Du weißt hoffentlich ungefähr, ja, was du in den vergangenen Wochen durchschnittlich gegessen hast, ja, an Kalorien, wo deine Aktivität ungefähr gelegen hat und dann, wie viel du pro Woche verloren hast. Ja. Und da kannst du einen Durchschnitt aus den letzten paar Wochen bilden und dann weißt du ungefähr, okay, ich habe durchschnittlich 0,7 Kilo verloren. So, und ich habe 2500 Kalorien gegessen, also könnte ich bei gleicher Aktivität circa 700 Kalorien on top packen und wäre ungefähr plus minus null. Letztlich bleibt für mich dann tatsächlich nur zu hoffen, dass alles glatt geht. Ja, wenn man da so ein bisschen vorbelastet ist,
würde jetzt behaupten, meine Meniskus- und Kreuzband-OP lief auch nicht so hundertprozentig. Ja, muss ja nochmal ein Schnitt ein bisschen zu weit links, ein bisschen zu weit rechts, ein bisschen zu tief sein. Ja, dann hat man natürlich immer ein bisschen Bedenken. Und auch wenn natürlich bei absoluten billigen Standardeingriffen Fehler passieren können, so dumm kann man manchmal gar nicht denken, will ich mir da jetzt gar nicht zu viele Gedanken drüber machen. Ja? Wir schauen einfach, was morgen passiert und ob der alte Hobel denn noch steht. So, die Operation habe ich offensichtlich gut überstanden, ist auch ganz gut verlaufen, musste nicht so ein großer Schnitt gesetzt werden, weswegen ich ganz guter Dinge bin, dass das Ganze auch recht zügig verheilt. Ja? Und dann wieder voll reingeholzt werden kann. Dazu muss man aber sagen, erst in anderthalb Wochen werden die Fäden gezogen. Also mindestens so lange muss ich noch aufpassen. Inwiefern ich dann schon wieder vorher voll reingehe, ja, mit einem gewissen angepassten Trainingsplan, muss ich dann entsprechend schauen. Ja. Jetzt folgen erstmal 2-3 Pausetage. Dann geht es in so eine Deload-Einheiten mit vorsichtigem Rantasten rein. Ja, erstmal Beine trainieren, dann Brust und final dann Rücken und da zu schauen, dass vielleicht gerade nach unten hin nicht zu viel Stretch auf den Latissimus kommt, was natürlich dazu führen könnte, dass das Ganze wieder aufgeht. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in meine aktuelle Situation mitten aus dem Leben gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Denkt daran, aktuell gilt noch bis diesen Sonntag 18 Uhr die 20% auf alle proteinhaltigen Supplements im Ivo-Shop mit Cook Patrick und ansonsten könnt ihr mich natürlich mit einer Bestellung in meinem Merch-Shop im Berserk-Shop unterstützen oder eben bei einer Bestellung mit Cook Patrick bei der Fleischerei Schäfer. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dafür solltet ihr natürlich abonnieren.